ist Max Gmeiner. Er stellt mit seiner Firma Kaffeemaschinen her. Schon lange möchte er sein Produkt ressourceneffizient und damit nachhaltig herstellen. Dabei hilft ihm die integrierte Produktpolitik. In diesem Konzept werden entlang des gesamten Produktlebenszyklus alle an einem Produkt Beteiligten einbezogen. Das Ziel ist es, die Auswirkungen auf die Umwelt zu verringern. Was kann Max Gmeiner konkret tun? Bereits bei der Produktentwicklung beachtet Max Gmeiner alle Phasen des Lebenszyklus seines Produkts. Er wählt deshalb Materialien, Verbindungen und Fertigungsprozesse so aus, dass sein Produkt möglichst zerlegbar, reparierbar und damit langlebig ist. Auch Zulieferer müssen von Anfang an mit eingebunden werden. Die Produktbestandteile sollten nachhaltig und recycelbar sein, sowie Sekundärrohstoffe enthalten. Die Kaffeemaschine wird modular zusammengebaut. Max Gmeiner setzt natürlich auch recycelte Kunststoffe in seiner Produktion ein und spart dadurch Primärrohstoffe. Das Konzept der integrierten Produktpolitik funktioniert aber nur, wenn auch der Kunde weiß, was zu tun ist und welchen Nutzen er daraus ziehen kann. Er wird darauf aufmerksam gemacht, dass seine Kaffeemaschine repariert und recycelt werden kann. Durch die Reparaturfreundlichkeit profitiert der Kunde. Sein Produkt ist länger haltbar. Zusätzlich spart er Kosten und steigert sein Umweltbewusstsein. Am Ende der Nutzungsdauer sendet der Kunde die Kaffeemaschine wie beschrieben zurück. Die unternehmenseigene Reparaturwerkstatt zerlegt die Kaffeemaschine, sodass funktionsfähige Bauteile in die eigene Produktion integriert und Defekte entsorgt werden können. Bei der Entsorgung werden Wertstoffe und Schadstoffe voneinander getrennt. Das zahlt sich aus. Max Gmeiner spart Kosten und verringert seinen Bedarf an Primärrohstoffen. Max Gmeiner hat intensiv mit seinen Partnern kommuniziert, gemeinsam nach Lösungen gesucht und damit alle Phasen des Produktlebenszyklus in seine Herstellung integriert, vom Erz bis zur Entsorgung. Unser Beispiel zeigt nur einige Elemente der integrierten Produktpolitik. Beim Ressourceneffizienzzentrum Bayern erhalten Sie dazu Informationen. Auch das Bayerische Staatsministerium für Umwelt- und Verbraucherschutz unterstützt das Konzept.